SBRotator 6. iPhone und iPod Touch im Landscape Mode benutzen. Mit Hilfe von SBRotator 6 kann man sein iPhone oder den iPod Touch in den Landscape Mode versetzen. Das Ganze ist ein bisschen vom iPad nachgemacht. In den Einstellungen könnt ihr noch auswählen, ob ihr es als Left, Down und Right benutzen wollt, wie schnell das Ganze funktionieren soll, und bei Landscape Layout könnt ihr noch auswählen, wie groß die iTunes sein sollen. Jedes Mal, wenn ihr Landscape Layout ändert, macht euer iPhone oder der iPod einen Respring. Wenn ihr SBRotator am Anfang habt und es nicht funktioniert, empfehle ich euch, Activation-Methoden zu benutzen und auf Gerät schütteln zu klicken. Das Gerät dann einfach mal kurz schütteln, danach müsste es funktionieren. Eine weitere große Neuheit von SBRotator 6 gegenüber 5 ist, dass auch nun der Lockscreen bei SBRotator 6 einwandfrei funktioniert. Also auch wenn ihr Code entsperren gibt, ist das Ganze auch im Landscape-Mode. Ich wünsche euch viel Spaß mit SBRotator 6 und ciao!